Also, meine Damen und Herren, das ist die Küche, die ihr schon kennt. Damit ihr wisst, was wir heute machen, heute gibt es, Moment, heute gibt es Döner, Digga. Denn Döner macht schöner, okay? Ich zeige euch noch kurz den schönsten Chat der Welt. So, hier seid ihr, Bres. Was geht? Oh nein, hat hier jemand all die Mitarbeiter bestellt? Alle haben Weißern, Digga, das sind die Masterköche. Warte, das war nicht so geplant. Mr. Pendik hat uns Klamotten mitgebracht. Also, wir fangen erstmal mit den kleinen Interviews an. Bitte setz dich mal kurz hin. Ich werde jetzt mit jedem Einzelnen hier sprechen, okay? Diese lebende Legende ist da. Und gerade mein Tabu, den kenne ich doch aus deinem Skandalvideo. Danke nochmal, Ferdi, dass alle meine Artikel aus dem Rewe rausgenommen worden sind wegen unserem Video damals. Vielen Dank. Alter, gibt's dann, wie geht's dir, Ferdi? Alhamdulillah, wie geht's euch? Mir geht's auch gut, danke. Hier auch ein Oldschool-Oldschool-Freund von mir. Ritwan, wie geht's dir, Bro? Alhamdulillah. Tuana Döner Bochum, meine Damen und Herren. Und wir sind damals sogar zum Besiktas-Spiel gefahren, weißt du noch? Ja. Das waren Zeiten, Alter. Das war sehr schön. Wen haben wir hier? Hier haben wir Creeps Cringe. Ich bin irrelevant. Das Einzige, was für mich spricht, ist, dass der kleine Bruder von Abu und Moist ist. So ein Scheißdreck, Digga. Was redest du denn da? So, guten Tag, Abu Julo. Aka Abu Jumbe, alaikum salam. Abu Jumbe, Abu Halal. Wie geht's? Gut, Alhamdulillah. Wie geht's dir? Auch sehr gut. Okay, fang an damit, hier zu schnippeln. Oh nein. Schnippel. So wie sich das im Döner gehört. Jetzt pass mal auf, ich suche mir jetzt einen Assistenten. Einmal Ritwan in die Küche, bitte. Junge, ich habe einen professionellen Dönermann hier. Er zeigt mir jetzt, wie man Salat schneidet. Pass mal gut auf. Ritwan! Ja? Ah, willkommen. Willkommen in der schönen Küche. Such dir ein Messer. Hier ist mein Messer, Bruder. Such du aus, was möchtest du haben? Halt erstmal das hier. Damit. Okay, willst du es vielleicht einmal waschen, vorsichtshalber? Jetzt musst du mir zeigen, wie das bitte hier einmal funktioniert. Also, wir haben hier unser Rotkohl. Semmelkästchen. Nein, nein, du schneidest das. Ich guck mir das mal an, wie du es machst. So, Moment. Jetzt werden wir hier schön tutorialmäßig euch zeigen, wie man Salat schneidet. So, so, Herr Dönermann, zeig mal, wie das funktioniert. Einmal erstmal durch Hälfte, ne? Okay. Muss man das vorher nicht vielleicht wegmachen? Das wird später gemacht. Ja. Okay, 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 okay. Guck, ich lerne dazu, Digga. 24 und ich lerne dazu. So, okay, es wurde hälftiert. Halbiert. Jungs, es heißt hälftiert, nicht halbiert, vertraut mir. Ich hatte Deutsch LK. Jamba Abi, mach auch mal irgendwas. Ich moderiere doch die ganzen Hasen, ihr verdammten Scheiße, Alter. Einer muss doch hier reden. So, oh mein Gott, habt ihr schon mal jemanden so schön Salat schneiden sehen? Ich nehme ich nicht. So, wir kommen zur Soße. Was haben sie getan? Jodkoidun, Bro? 60% Joghurt. Ja. 40% Mayonnaise. Okay. Mayonnaise. Bisschen Knobi. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Bisschen Zitrone. Ja. Ein Esslöffel Essig. Okay. Das war's. Hast du auch Wasser reingetan? Und Petersilie. Ah, Petersilie, okay. Kein Wasser. Okay, kein Wasser. Kein Wasser. Sieht sehr schön flüssig aus. Ja. Sehr schön. Ich hoffe, die ASMR-Geräusche gefallen euch. Hat die Leute gesagt, dass ich nichts drauf habe? Hat auch zu lachen, Digga. Wallah, Billa hat auch zu lachen. Wallah. Ich sag euch ehrlich, aber Bock macht es nicht. So, wir machen draußen eine Faust. Ganz klein, Bro, aber ganz, ganz klein. Ja, 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 ist doch gut. Wenn ich eins kann, dann das. Läuft's. Abu? Hey, Abu, was geht? Wir schneiden gerade Petersilien. Was sagst du meinen Taktiken? Sehr stark. Döner kann ja nur gut schmecken heute, oder? Ja. So, heute wird's wirklich gut. Also, ich erzähle die Story, wie ich Ritwan kennengelernt habe. Ich hatte damals so ein Praktikumsformat, okay? Weil ich hatte damals schon die Probleme, okay, ich will nicht jede Woche jemanden beleidigen, sondern will auch mal anderen Content machen. Ah, bei ihm hast du das Praktikum gemacht? Genau, bei ihm hab ich's gedreht. Krass. Und das war übel spontan. Ritwan kannte mich gar nicht, Fette kannte ihn so durch andere Verwandte, sagen wir es mal so. Und ja, dann sind wir spontan in den Laden reingegangen, haben direkt gedreht. Erstmal Props in den Chat für Ritwan. Das ist so eine Rotkohl, ja. Warum? Ist das so ein Rezept von ihm? Nein, das ist... Ey, Bro, kann ich dich was fragen? Wallah, das interessiert mich voll. Was ist das größte Trinkgeld, was dir jemand gegeben hat? Wallah, sei ehrlich. Bei mir war 12 Euro. 12? Wallah, bist jetzt 12 Euro? Hä? 12 Euro, das wisst ihr? Das höchste Trinkgeld bei mir. Ey, du musst das überbieten, Can, what the fuck? Oh mein Gott! Ey! So, bitteschön. Das sind 100 Euro pro Person. Oh mein Gott! Oh, bitteschön. Also, jeder kriegt hier sein Fett weg, Digga. Okay, Salat ist fertig, damit kannst du wieder nach rechts gehen. Jetzt wird unser Brot geschnitten, meine Damen und Herren. Ich zeige euch mal kurz den Hasen. Also, das ist unser Pidel, meine Damen und Herren. Ja, dann eh. Was willst du denn sonst schneiden? Die Hälfte, Hälfte, ja. Hälfte, genau, durch die Hälfte. Dieser Geruch von Apfelessig, war das? Ja, boah, ja, aber warte mal, ist das nicht zu viel? Eine Hälfte, sollen wir nicht nochmal durch die Hälfte teilen? Ferdi, das ist doch zu viel, Alter. Nein, nein, ist gut. Toasten wir das Brot auch? Natürlich toasten wir es. Ja, ja, jede Schale ein bisschen. Zum Glück mache ich heute nicht alles alleine, Alter. Es wäre ausgeartet, Hanne. Wie lange haben wir für unser Köfte damals gebraucht? Ey, Can, bitte guck, wie er schneidet. Er ist ein Dönermann. Guck, wie er schneidet. Okay, Moment. Abo, zeig mal deine Skills, Digga. Nimm du mal ein bisschen auf. Hä? Fresh. Er schneidet. Das ist wie so eine Drohne ein bisschen, ne? Er sollte schneiden. Hey, kannst du vielleicht noch für die Kamera einmal zeigen, wie du Tomaten einmal schneidest? Einmal schneiden, ja, bitte. Okay,
Vielen Dank. Guckt jetzt. Ulla. Wow. Mashallah. Bro, Walla. Bei mir das Messer, ey, das ist nicht mal so scharf irgendwie. Ich hätte dafür. Oh mein Gott, was ist mit der Kamera los? Zeig jetzt deine Reaktion auf die Tomaten. Oh mein Gott, voll krass, Alter. Boah, Digga, ich sag's euch ehrlich, ne, seitdem ich alleine wohne und Digga, ich weiß jetzt erst meine Mutter noch mehr zu schätzen. Nein, ich weiß aber, was du danach noch sagen wolltest. Was denn? Dass du eine Frau suchst. Nein, Mann, ich brauch keine Frau. Eine Frau brauche ich nicht. Aber ich sag's euch, wie es ist. Seitdem ich alleine wohne, weiß ich jetzt zu schätzen, was es heißt, wenn die Wohnung blitzblank ist. Oder wenn deine Mutter meckert in der Küche, ey, tu mal deinen Teller weg und so, tu mal einen Abwasch. Aber sag jetzt mal ehrlich. Tick. Aber sag mal ehrlich. Ganz kurz noch. Gestern habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde von meiner Küche gebraucht allein. Ich bin gestorben danach. Wohnzimmer ist immer noch dreckig, Schlafzimmer ist noch dreckig. Und ich komme einfach nicht auf mein Leben klar. Das Ding ist halt bei mir, als ich zum ersten Mal alleine gelebt habe, ich hatte immer dieses. Na, also aufräumen hatte man gar keinen Bock. Aber wenn du dann fertig warst, hat sich gut angefühlt. Ja, dann fühlt sich keiner genauso. Ja. Schaut euch das an. Unsere Gurken sind geschnitten, warte, unsere Tomaten sind geschnitten. Warte. Wollen wir ein bisschen Nussrettsalz noch machen? So. Ulla. So. Fleisch seinem Vater. Boah, ist ja gut, Alter. Ich freue mich wirklich. Also, wie funktioniert mein Herd? An der Stelle nicht, dass ihr denkt, das ist so überdreckig und so. An dem Tag, wo wir eingezogen sind, hatten die uns angeboten, einen neuen Herd zu kaufen. Aber leider hatten wir keine Zeit. Sonst hätte ich schon längst einen neuen Herd gehabt. Mal gucken, vielleicht kaufe ich einen neuen. Also, die beiden willst du benutzen oder welche? Ich will beiden. Die beiden, okay. Ja. Dann machen wir jetzt so. So, dann wählen wir einmal den aus. Digga, du hast es mit, aber richtig drauf, ne? Ja, ich kann einen Herd bedienen. Auf Stufe ich kann's nicht. Ja, du bist aber auch multitasking-fähig, Berkan. Ja. Doch, das duftet schön. Ja, ne? Ulla! Was mit dem Fleisch? Kocht das? Ja, der ist schon fertig, das finde ich. Ah, okay, krass. Ja. Ey, darf ich das Brot machen? Ich hab gar nichts gemacht. Okay, mach. Ich will nicht schlechtes Gewissen. Damit du auch was getan hast. Ich will kein schlechtes Gewissen haben. Alles gut. Das ist fertig, er ist der Brotmann. Er ist Melechek. Er ist der Brotmann. Warte, damit das professionell aussieht, mach ich schon ein bisschen Sinn. Du musst aufpassen, dass du die ganze Zeit hier stehst, ja, damit der Sucht die auch im Bild ist. Also. So. Ui, okay, es geht los, Friends. Oh mein Gott, Soße. Bro, hast du gesehen, wie viel Soße er reingetan hat? Oder ohne Soße ist es kein Döner, Mann. What the fuck? Ozan stirbt gerade beim Zugucken. Krass. Ehrlich, krass. Ey, das sieht ultra wild aus. Allah sieht gut aus. Allah will, das sieht gut aus. Er sieht ehrlich heftig aus. Ja. Oh, nochmal ja. Soße. Oh. Hat dir jemand Soße in Soße bestellt? Zweimal Soße? Allah, geil, das hab ich schon gar nicht mehr. Hey, Chan, ey, Soße mit bisschen Döner. So, wir machen kurz das Thumbnail, kommt mal hier alle drauf. Machen wir das jetzt, Alter. Kommt mal alle her. Auf den süßen warte, so. Abo. Tu's da hin. Alle her. Seid ihr alle drauf? Wenger, komm auch drauf. Guck einmal seine Kamera. So. Digga, krass, Alter. So, wie machen wir das jetzt? Wer will diesen Döner als erstes probieren und essen? Boah, jetzt, das war ein schöner Biss. Das war ein schöner Biss. Ui. Halt mal gleichzeitig fest, das ist dein Döner. Oh okay, mein Gott, man hat nochmal viel verstanden, was er gesagt hat. Das hat schon gereicht, Bro. Das hat schon gereicht. Geh mal ins Wohnzimmer, wir kommen jetzt gleich alle dazu. So, der nächste Döner wird gemacht. Stell dir vor, wir kommen jetzt gar nicht ins Wohnzimmer. Wir lassen ihn alleine da essen. Der ist leise hier. Ich würde sagen, den nächsten Döner esse ich und danach gehen wir offline, okay? Dann essen wir in Ruhe. Okay, so, komm mit. Nochmal Soßen drauf. Hey, wir sind noch 5 Leute, das muss für alle reichen. Guck mal bitte, das ist schon praktisch. Wallah, ist schon geil. Schau euch das an, Alter. So, das ist meiner. Warte, das ist meiner. Boah. So, das ist meiner. Abo, komm mit. Das wird nice, ich bin gespannt. Ey, aber ich sag dir eine Sache. Ecke bock gar nicht, du musst echt daran. Ey, aufpassen. Also wenn das kein XXL-Döner ist, dann weiß ich auch nicht. Mann, ich hab Bock, Alter. Ist mir leider mal andere hin. Schwer. Er hat gut reingebissen. Ja, aber okay, Moment. Malik, du bist auch bis jetzt gut dabei. Moment. Also ich meine gut im Sinne von, er fällt nicht auseinander. Moment. Boah. War jetzt viel Fleisch dabei? Nee, oder? Doch, die Soße. Wirklich? Okay. Die Soße ist geil. So, hast du nicht zweimal Soße bekommen? Hab ich. Okay. Oh, doch, schmeckt schon lecker. Ich nehme noch einen Biss. Ist das so nur köstlich oder köstlich-schmöchtlich oder köstlich-schmöchtlich, saftig-knaftig? Da kommt ganz gefährlich. Wir kommen zum Ende. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war bisher der beste Kostüm normal, weil die Jungs alle dabei waren. Ich bedanke mich bei Bergenagel. Boah, bei warte. Boah. Das ist ehrlich. Schmeckt sehr gut. Oh, wirklich schmeckt sehr gut. Digga, Fleisch seinem Vater. 250 Gramm Fleisch, by the way. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das ist schon viel, ne? An der Stelle bedanke ich mich fürs Einschalten. Dankeschön für den coolen Stream. Danke für die ganzen Subs. Dankeschön für die Jungs, die alle gekommen sind. Für eure Hilfe. Ritter fürs Salatschneiden. Felde für das Brotbraten. Bergenagel hat unser Fleisch gebraten. Hat sehr viel gemacht. Abo fürs Hantieren und mit mir zu reden. Keith Cringe fürs Cringe sein. Vielen lieben Dank, passt auf euch auf, Herzen in den Chat. Ah, möge Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten von jedem annehmen. Inshallah. Meine Damen und Herren, das war's, wir sind raus. Drück auf offline. Okay, assalamu alaikum.